Hallo und herzlich willkommen zu Der Haider. Ich bin nicht allein, ich habe mir Mr. Weichenstuhlgang Julius Busch mitgebracht. Der, wie ihr wisst, kackt sich ja gerne mal ein bei sämtlichen Horrorspielen. Wir haben das ja neulich mal über High Five Live gemacht. Du warst dabei, Julius, ich weiß es, es gibt Beweise. Ja, aber ich war voll mutig. Ja, also mutig schon irgendwie, bis halt der erste Jumpscare kam. Ja, aber der hat dich auch erwischt, mein Lieber. Ja, das stimmt allerdings. Das könnt ihr übrigens mal nachgucken. Wir packen euch den Link noch in die Beschreibung. Und weil Julius und ich beide Horror so lieb haben, spielen wir heute Layers of Fear. Das ist ein Early Access Spiel, das ist noch nicht komplett abgeschlossen. Die Jungs von GameTube haben das auch neulich gespielt. Ich denke, wir sind da viel besser drin. Also ich habe mir das gar nicht angesehen, weil es gibt ein Zitat von einem unserer Vorgesetzten: Wenn du dich auf GameTube verlässt, dann bist du verlassen. Ja, aber wie kommst du darauf, dass ich Horror lieb habe? Ja, du hast es, man merkt es. Es ist halt so eine Hassliebe. Ja, und das ist aber, doch die beste Sache. Aber Horrorspiele spiele ich echt nicht oft. Ja, da habe ich echt mega Schiss. Weißt du viel über Layers of Fear? Ich nämlich quasi gar nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe nur auf GameStar gelesen, dass es irgendwie eine neue Art von Horror ist oder so, die besonders interessant ist und keine Ahnung. Aber ich habe echt nichts darüber. Bisher sehe ich nichts, also wusste ich nichts. Also ich, und das Einzige, was ich kenne, ist dieses Bild. Und jetzt auch erst die letzten 30 Sekunden von Tasche. Das stimmt. Es muss ja irgendwas, soweit ich weiß, mit einem Künstler oder so zu tun haben. Und jetzt die wichtigste Frage, kennst du dich mit Kunst aus? Ja. Geil? Ich nicht. Also mit Malereikunst, weil es sieht ja so nach Malerei irgendwie. Ja, irgendwelchen Gemälden. Dann nein. Ach so. Okay. Ich dachte, du meinst Kunst im Allgemeinen. Also ich kenne mich mit Musik aus und... Nee, das führt zu weit. Das, echt? Also es sei denn, da hinten liegt irgendwie nur E-Gitarre, die ich nicht sehe. Das heißt, wir packen uns jetzt mal unser eigens dafür errichtetes Headset, Horror-Headset und die Horror-Brille auf. Du hast aber keine... Ich habe keine Horror... Ich habe Horror-Kontaktlinsen, aber die habe ich schon drin. Ja, die blitzen auch immer ganz weit führen, die jetzt reinzusetzen extra dafür, live. So, soll ich uns mal den Ton ordentlich aufdrehen? Ja, bitte. Ich drehe dich ein bisschen lauter als mich. Warum? Weiß ich nicht, ich habe so den Drang. So, nein. Wir mal anfangen. Ja, da werde ich jetzt nicht dagegen. Schau mal, das ist doch ein Ladebildschirm. Habe ich schon erwähnt, dass ich hierzu gezwungen werde und das gar nicht möchte? Ja, wir packen das Making-of in die Beschreibung. Oh, so, scheiße. Es regnet. Man sieht nichts. Oh Gott. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper and my hands. Cut so many times on broken bottles, each night drowning in a cold sweat. But there is a way. A way to bring back what life took from me, the only precious thing. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Wer hat's erfunden? Oscar Wilde. Der hat's erfunden. So. Guter Typ. Der hat viele gute Zitate. Also, die kann man mal zitieren, ne? Ja. Ich fand gerade, geht schleunigst wieder raus. Es wirkte gerade gar nicht so gruselig, es wirkte eher so lustig, wie er das gesagt hat, finde ich. Das ist ja das. Viele, glaube ich, verstehen in Layers of Fear auch dieses komödiantische Element nicht. Sagst du einfach mal so. Sag jetzt mal, ja. Es ist eigentlich eine Komödie, tatsächlich. Das ist es, wie so viele Horrorfilme vorher schon. Oder die vermeintlich als The Ring zum Beispiel. Ist ja eigentlich so ein bürgerliches Trauerspiel mit Anleihen der Komödie. Ja, ich habe mich totgelacht. Ja. Ich check, jetzt fängt das wieder so an, ohne dass man irgendwas weiß. Und das mag ich schon wieder nicht. Okay, also... Ascher, ja. Das ist wie in Amnesia, das ich tatsächlich noch nie ganz gespielt habe. Wenn ihr darauf Bock habt, ich packe das auch gerne mal auf den Kanal. Das habe ich, musste ich abbrechen. Ich hab's nicht so weit gespielt. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum genau. Irgendwann war es mir zu stressig einfach. Dann dachte ich, das macht keinen Spaß. Du willst jedes Mal, wenn du spielst, einfach nur, dass es aufhört. Und ich hoffe, dass es hier auch passiert, aber wir würden nicht aufhören. Das wäre super. Und du kannst mich hier einfach den linken Maustaste festhalten und dann mit der Maus das Ding verschieben. Ah, okay. Das war ja auch damals in Amnesia oder Amnesia. So. Also bis jetzt grusel ich mich null. Ich möchte sagen, das ist das lahmste Horrorspiel. Ich glaube, Lame. Das sind keinerlei. Guck mal. Möchtest du vorlesen? Nee, das, davon wir das man jetzt Ankatzdien. Ich weiß es nicht. Das musst du jetzt natürlich wissen. Lies doch mal vor. Du bist ja gut in Englisch. Ja, aber ich kann es nicht so gut wie Ankatrin, aber. Kannst du mit einer Ankatrin-Stimme machen? Nein. An artist's triumph. Shished out gallery opening vows. Woes? Critics. Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck, and one awesome critic, awestruck critic,
who wished to remain unnamed, went as far as to invoke the spirit of the great Leonardo. Any way you slice it, the exhibition proved an immense success. Ja, ich glaube, aber man kann das einfach zusammenfassen, oder? Den Text, das ist ja einfach nur... Er wird da sehr hoch gelobt. Er wird hoch gelobt, der Artist, also der Künstler, um den es hier offensichtlich geht oder in dessen Raum wir gerade sind. Und er hat eine wunderschöne Verlobte gehabt. Das könnte vielleicht noch wichtig sein. Das könnte. Gerade weil ich ja gehört habe, dass er eventuell mit dem Wahnsinn zu kämpfen hat. Da ist vielleicht was passiert. Das kennen wir ja alle in der Form. Ja. Verlobte verloren, wahnsinnig geworden. Das habe ich tatsächlich schon auch oft in meinem eigenen Leben erlebt. Richtig. Also wie oft ich schon... Wie oft du schon damals auch so, mein Gott, vor einigen Jahren Bilder veröffentlicht hast. Und ja, die Leute haben dich ja auch als den neuen Leonardo gefeiert. Wow! Ich habe mich kurz erschrocken gerade. Wie gut. Das wird so lustig, Jules. Naja, weil das so... Ja, so ein klassisches Hochzeitsfoto. Ja, okay, hat offensichtlich da die Gesichter ausgekratzt, ne? Offensichtlich, und in der Zeitung auch eben schon. Ich finde übrigens die Grafik sehr hübsch. Stimmt, ja. Oh, dieser Bourbon Whisky. Superior. Was natürlich Quatsch, wenn du den jetzt bewegst, dass das dann nicht... Das ist alter Bourbon. Das stand doch komplett fest. Ist ganz normal, das ist... Ja gut. Ich sag mal so, Physik ist halt auch... Ist halt auch so eine Sache, die nicht jeder kann. Die nicht jeder Bourbon kann. Der Bourbon trotzte den Gesetzen der Physik. So viele Dinge zum Aufmachen. Kann ich eigentlich auch. Kannst du ja echt jedes Fach aufmachen, ne? Und das werden wir auch. Es wird auch ein Let's Play in 84 Folgen. Ich mag es aber nicht, wenn man noch nicht weiß, was einen erwartet. Was sind das? Ah ja, okay. Dominosteinchen. Ich weiß halt noch überhaupt nicht, was kommt. Deswegen, jetzt renn doch einfach erstmal durch bis zum ersten Monster und dann weiß ich wenigstens, was passiert. Wie es aussieht. So, was steht da? Wow. Oh, sorry. Es ist einfach nur ein Gewitter, alles gut. Ich kann es nicht lesen, irgendwas mit Popel. Irgendwas mit Muffin. Nee, Mulligan. Longdale, Mulligan, was? 11th Avenue, 70. Ach. Nee, 7C. 7C. Popel. Popkill. Okay. Ja gut. Ja gut. Aus dem Halsband, ne? Ah, das ist ein Hundehalsband. Und das war die Adresse von dem Hund. Also hat das auch war Hund. Zu einfach. Ja. Und der Hund hieß Popkill. Der Hund hieß Popel. Ja. Das ist ein guter Name für den Hund. Oh, what the fuck? Dreh dich nicht so schnell um, Alter. Sorry. Es kam getäuscht von der Küche her. Ja, was? Da lass uns das doch nicht warst du gehen. Nicht, oder? Nee. Also ich hoffe nicht. Oh. Darf ich mal ganz kurz, ich muss jetzt tatsächlich mal schnell ins Menü gucken. Und mal die Controls ansehen. Ja, genau. Zerstör die Atmosphäre. Ja, sorry, Keyboard Mapping. Fast Walk. Das kann mir alles nicht merken. Das ist die Standardstörung schlechthin. Ich hab sowas noch nie erlebt. Ja. Mal kurz. Hatten wir da noch was? Nee. Achso. Ja, der Controller. Keine Ahnung. Ja, das brauchen wir ja nicht. Controller mappen müssen wir. Nee, das war doch. Oh Gott. Ich will jetzt mal sagen, wir fassen es einfach schnell zusammen. Ja. Also er hat wohl... Moment. Er hat irgendwas behauptet, dass in seinem Haus irgendwas... Genau, Ungeziefer. Ungeziefer ist, ja. Und das wohl so oft, dass dieser Herr, dieser Karl Denton, der von dieser Firma, dieser quasi Insektenvernichtungsfirma ist, ihm schon droht mit Anwalt und so weiter, wenn er das jetzt nicht lässt. Ja. Weil die haben nichts gefunden, soweit das gesehen hat. Ja. Ja, das ist halt schon auch, das ist halt so ein alltägliches Problem auch, das man kennt, gerade als Künstler. Ich kann mich mit allen Problemen bisher identifizieren. Das ist halt das Krasse, ich sehe mich halt in allem. Ich sehe mich. Mein Hund Popel. Ich kann mich in allem. Jetzt hör mal auf die Geräusche. Ich? Hä? Okay, das warst wirklich du. Warte mal kurz, mach ich das dann da hinten auch? Ja. Nee. Dann ist das vielleicht vorher drunter gefallen. Ah. Ja, natürlich. Jetzt gibt alles einen Sinn. So, was ist da noch? Bist du eigentlich jemand, der am Anfang bei solchen Spielen, wenn er gefragt wird, die Helligkeit mal genauer einzustellen, der dann so hell stellt, dass es nicht mehr ganz so gruselig ist? Nee, das würde ich nicht machen. Sorry, I didn't touch the workshop. Just like you asked. Although I ain't imagine...
the mess that's inside. Also, if you care so lunch for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Huh. Okay. Müssen wir dann noch übersetzen? Wir haben aber wir haben hier keine Schlüssel. Ah ja, okay. Und die Keys sind in? In meinem Büro, offenbar. Ja. Ja, genau. Gehen wir doch als allererstes mal da runter. Gehen wir erstmal in den Keller, denn aus dem Keller kam noch nie was Schlimmes im Horrorfilm. Richtig, der Keller ist meistens der ungefährlichste Raum. Das ist, wann immer du fliehen musst, vor Monstern oder was auch immer, flieh in den Keller. Oh. Und es hört auch auf mit der Musik. Nee, doch nicht. Was ist denn das Ziel, Flo? Ich weiß nicht, ich habe gehört, ich bin aber nicht sicher, du sollst angeblich den schmackhaftesten Kuchen der Stadt backen. Und da wir die Küche gleich als erstes gefunden haben, ja, können wir das fangen wir jetzt mal an. Können wir das Ziel auch total schnell erreichen. Perfekt. Ich habe auch einen Rezeptkuchen dabei. Das wäre so geil. Allein schon, wenn es ein Achievement wäre. Das wäre der Hammer. Backe den schmackhaftesten Kuchen der Stadt. Übrigens, falls ihr jetzt schon genervt seid, wir labern so viel, weil wir leicht aufgedickt sind. Das stimmt, ja. Weil wir mögen beide Horror, aber wir stecken beide auch gut. Ja, das ist wie wenn man so halt in einen dunklen Keller geht und dabei so singt. La, la, ja, la, la, la. Wow. Keiner kann mir was. Ich glaube, das war bloß das Ding. Ja, und aber vor allem, ich glaube, wir haben beide relativ laut, gell? Wir haben ziemlich laut, das wird so bitter jetzt. Ihr hört das vielleicht auch daran, wenn wir ein bisschen lauter reden, dann liegt es daran, weil... Ah, Fenchel! Entschuldigung. Hör auf. Ein Gürkchen. Was? Point? Red? Joke. Ruhe? Johannes Ruhe? Also es ist ein Zettel mit Zutaten. Ja. Apples für den schmackhaftesten Kuchen der Stadt. Das ist ja geil. Wir hatten halt auch komplett recht. Ja, dann. Aber du kannst die ganzen Sachen gar nicht anklicken, ne? Nee, leider nicht. Du kannst nur Sachen lesen. Das kommt noch, das kommt im DLC. Der Kuchenmeister, heißt der? Ja, perfekt. Der Raum ist nicht dunkel. Ha! Gelöst. Und auch dieses Rätsel wurde gelöst. Was ist das für ein Horrorspiel? Das Licht funktioniert ja sogar. Aber es sieht echt hübsch aus, finde ich. Also sehr atmosphärisch. Alles. Das stimmt, ja. Können wir einfach so spielen, dass wir einfach den Keller komplett ignorieren? Wahrscheinlich, ja. Ist ja Open World, ne? Lass nach oben gehen und schlafen. So, wo ist denn hier der Lichtschalter? Danke. Handtücher. Handtücher? Ein Schränkchen. Ja, ey. Rattengift. Das übrigens Antu enthält. Antu ist lecker. Habe ich Antu, persönlich schon mal. Antu kann man auch gut zu Zwieback. Ja, Antu kann man. Kann man auch in jeden schmackhaften Kuchen der Stadt. Schmackhaft, ja, also Ratten Stadt ärgern sich persönlich ja, dass sie Antu nicht abkönnen und deswegen. Deswegen. Oh. Oh, das ist aber eine lasche Spülung. Da muss man jetzt wirklich mal sagen. Kannst du aufs Klo gehen? Ich dann lieber. Ja. Kann ich? Weiß nicht. Scheinbar nicht, nee. Die einzige Interaktionsmöglichkeit außer Lesen ist tatsächlich aufs Klo gehen. Schau mal, hier hat aber ordentlich jemand was verschüttet. Meine Gott. Was, eine Prothese? Echt? Oder? Bin ich jetzt blöd, ja? Ja, ja, doch. But, how the hell did they stuck up? Nee, did they? Ja. Teil des Horrors ist tatsächlich seine unglaubliche Handschrift. Es stellt sich raus am Ende, dass er eine bessere Handschrift hatte, als er jünger war. Ja, okay. Da wird jede Deutschlehrerin wird schwindelig. Bei der und den Englischlehrerinnen erst. Gut, da geht nix. Ja, tatsächlich so ein Parfüm, so ein altmodisches, haben wir auch bei mir zu Hause. Auf dem Klo. Du hast also, ist das so teilinspiriert? Von wahrscheinlich, Familie, ja. Von Klo? Wow! Ein Spiegelbild. Boah, ein Spiegelbild. Ein Steinmenschen bauen. Oh, die sehen aber komisch aus. Ja, wir sind ein bisschen pixelig. Aber das... Ja. Hervorragend. Ach, ja. Da geht jetzt. Ist das, das Wasser, wenn ich mich nicht irre. Ja? Ja.
Das ist Wasser, wenn ich hier eins gesehen habe. Ja, ich kann bestätigen, es ist Wasser. Ich habe es nochmal genauer drin. Ging das gerade per Live-Schalter? Ja, das ist Wasser? Okay, cool. Zentrale bestätigt. So. Ich lasse hier das Licht an. Ich glaube, das ist dir auch recht. Überall, ja. Wollen wir jetzt echt hochgehen? Das sieht echt gut aus. Ja, das sind Bilder. Das sind Bilder. Boah, ist das ein gruseliges Bild. Meine Fresse, guck dir das mal an. Das ist Onkel Breitmaul. Das ist mein Lieblingsonkel. Vor allem ist das ein gemaltes Bild, weil wer würde so ein Bild malen? Die Sache ist, da sind wahrscheinlich elendig viele Anspielungen an irgendwelche Kunstwerke. Die wir alle nicht checken. Ja, genau. Ja, das kann gut sein. Das ist gefährliches Halbwissen der heutigen YouTube-Generation und uns. Kannst du Klavier spielen? Ach, guck mal, ein Wolfsjunge. Wenn das irgendein Scheiß ist, dann mit Bilder werden zum Leben erweckt und so, ne? Ich raste aus. Das mag ich auch nicht. Da habe ich... Ohne Scheiß. Da werde ich verrückt. Noten. Ja, perfekt. Ah, Opa in Gangnam-Style. Siehste. Kannst du Noten lesen? Ja, schon. Aber ich könnte es dir jetzt nicht vorlesen. Vorsummen? Vorsummen, nee, das nicht. Okay, spielen wir mal. Wie geil, dass es tatsächlich geht. Schubidu. Ich werde nie wieder ein Klavier anfassen. Warum macht er das jetzt? Haut auf fünfmal in die Tasten und klappt dann alles zusammen. Ja, der Geist hat halt gesagt, Alter! Jetzt haben wir Schluss. Okay, da kann ich nichts machen. Was ist jetzt gewesen? Naja, ich habe nur gerade irgendwie... Die Frau, die so angefangen hat zu singen, klang gerade wie so ein Schrei am Anfang. Aber du hast das Geräusch gerade gehört? Ja, es ist die Tür ist zugegangen, oder? Die? War die nicht eben auf? Ja, aber die ist doch noch offen. Ich weiß es nicht. Lass uns aufhören. Nein. Alles wird gut. Auf dem Bild ist ein Geist drauf, oder? Ah, nee, doch nicht. Ja, das ist ein hässlicher Onkel Winnie. Wir haben den auch oft verarscht. Ich möchte gar nicht. Licht? Gott sei Dank können wir Licht anmachen. Das allererste ist tatsächlich immer Licht. Ja, das ist immer der beherzte Griff zum Lichtschalter. Was ist das? Eine Videokassette? True Story. Dorian Gray? Behind the picture of Dorian Gray. Hä, aber warte mal, Dorian Gray? Wer war das nochmal? Das ist schon wieder Oscar Wilde, soweit ich weiß. Dorian Gray ist der Typ, der, also in dieser Geschichte, der quasi immer jung geblieben ist, weil er sein Gemälde auf dem Dachboden aufbewahrt hat. Und soweit ich noch weiß, wurde quasi eher auf dem Gemälde älter oder so, aber er ist immer jung geblieben. Das ist so eine Sage oder was? Wie bitte? So eine Sage oder was? So eine Geschichte? Ja, es ist halt the Picture of Dorian Gray ist halt eben eine Geschichte von, okay, ich glaube, Oscar Wilde. Wenn ich jetzt cool. Bin ich komplett irre. Ich schaue immer nach hinten, um Marco zu fragen, aber der ist nicht da. Marco ist gegangen. Wir sind ganz allein. So, was steht denn da? Oh, entschuldige. An astounding investigation by Professor Alistair R. Mollmax. 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 Ja, genau, hier Oscar Wilde. Gab es quasi Dorian Gray wirklich? Und hatte er Einblicke in die Esoterik. Und ja, ob sie quasi kryptische Hinweise da denn zu finden sind. Also im Endeffekt halt. Ob das ein Hinweis ist auf die Geschichte, die uns erwartet? Ich weiß es nicht. Auf zum Dachboden. Echt? Nee. Echt? Nö, das war nur Spaß. Wir haben es echt ordentlich dunkel gemacht, gell? Wir haben es gut dunkel, ja. Sollen wir es heller machen? Weiß ich nicht, da war doch am Anfang dieses... Oh, da war dein Office. Oh ja, ein Schlüssel, den habe ich ja nicht mal gesehen. Ich glaube, wir machen für die nächste Folge etwas heller. So, mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du deinen gottverdammten Verstand verloren? Oh Gott, ich weiß, dass du eine harte Zeit du machst. Ich verstehe das wirklich. Also ich tue jetzt bloß nicht ganz wörtlich übersetzen, denke ich mal. Ja, ja. Das ist, warum ich... Moment. Deswegen habe ich zugestimmt, dass du diese Illustration überhaupt machst, um der alten Zeiten willen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir lesen es einfach schnell durch und fassen es zusammen. Hm. Little Red Riding Hood ist doch Rotkäppchen. Und dafür sollte er wohl Zeichnungen machen. Also er hat ihm da wohl was Triviales eben gegeben, was er aber nicht erwartet hat. Ach so. Also er hat wohl sehr krasse Zeichnungen dafür gemacht. Okay. Tschüss! Max ist gerade vorbeigegangen. Hätte wohl für ein Kinderbuch was illustrieren sollen und dann wohl, warum auch immer, weil ihm ja scheinbar was nicht gut geht,
das in diesen Bildern verarbeitet und das war wohl kein Stoff für Kinder. Schaust du gerade in die Kamera und... Ja, und die kann er natürlich nicht verwenden. Sein guter Freund Liam Brickstone von Papyrus Publishings. Please, und er schließt mit den romantisch angehauchten Worten: Please get your shit together. Your old pal. Ist tatsächlich auch. Oh, da ist eins dieser Bilder. Ja, gut. Das ist aber geil. Und heutzutage kannst du das in Kinderbüchern sogar finden. Das ist aber auch echt ein geiles Bild. Boah, cool. Ja. Ja, okay. Ja, gut, das ich sag mal. Das kannst du locker in Kinderbüchern heutzutage. Das finde ich aber cool. Also die Bilder selbst finde ich cool. Würde ich mir kaufen. Ja. Mir und meinen Kindern. Ich würde meinen Kindern daraus vorlesen. Ich würde mir auch mein Kind kaufen. Ah, jetzt. Ach so, gut. Ich bin vielleicht noch am überlegen. Achievement, mache alle Lichter an. Hoffentlich. Ich bin noch am überlegen, ob wir nicht ein bisschen heller machen sollten dann. Ja, du hast doch am Anfang dieses Ding gehabt. Vielleicht war das auch ein bisschen zu dunkel. Aber wir sind jetzt dann eh am Ende der ersten Folge. Und dann werden wir das noch machen, würde ich sagen. Ein bisschen. Okay. Oder? Ein bisschen können wir. Also ich würde auf jeden Fall jetzt die zweite Folge gucken. Hä? Wir hatten Licht. Vielleicht hat man dann doch nicht... Vielleicht müssen wir doch Was nicht... Was ist das schon wieder für ein gruseliges Bild? Das war wieder dieser Wolfsbub, oder? Boah, ja. Junge! Onkel Wolfi. Ich hasse es, wenn du darauf guckst und die Musik fängt an. Dann denke ich immer, erschrecke ich mich immer schon. Ich stehe dir total bei. Ja, cool. Dann haben wir das abgeklärt. Das mit den Lichtschaltern, das müssen wir uns wirklich gut merken. Das Lichtschalter Licht anmachen. Ja, das war mir auch neu. Dann gucken wir mal da rein. Das sieht doch nach Schlafzimmer. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around. Dumbling everywhere, dumbling everywhere. And interessant, dass es erst angegangen ist, als wir reingegangen sind. Stimmt. Ich liebe so alte Plattenspieler. Gerade dieses Knarzen und Rauschen. Na. Turn it. Seht in der zweiten Folge, wie ich 20 Minuten versuche, den Plattenspieler anzukurbeln. Naja, du kurbelst jetzt einfach die ganze Zeit weiter und wir machen das noch 20 Minuten. In der nächsten Folge ist dann 20 Minuten später. Turn it all around. Da geht gar nichts. Nee. Ich sag dir. Guck mal da noch die Stänkchen ab. Ach, warte mal. Spielt das eigentlich nur in diesem Haus, das Spiel? Ich weiß es nicht. Genau. Diesmal habe ich mich nicht so erschrocken. Diesmal habe ich mich nicht so erschrocken. Aber so nicht? Ich dachte nämlich schon, dass da was drin ist. Ha! Bandagen. Mullbinden. Ja gut, irgendwie ging es dem Typen wohl nicht mehr so gut, ne? Nee, jetzt muss ja wie gesagt irgendwas passiert sein. Das hatte der andere auch gestimmt. Ich denke mal sehr stark, dass es was mit seiner Familie zu tun hat. Hier, der Spiegel ist zerbrochen. Ja. War da nicht auch irgendwas mit Dorian Gray und Spiegeln? Ich bin nicht mehr sicher. Galactic Grand Openings in Flames, was? Ach, guck mal, warte mal. Also ein Galactic Department Store ist wohl abgebrannt. Zur Eröffnung. Ha. Weil da irgendwie die Drähte Feuer gefangen haben. Und? Ja, und dann sind alle in den Notausgängen gestürmt und dementsprechend kämpfen ja, glaube ich, gab es ja auch bei der Love Parade, wenn zu viele auf einmal irgendwo durch wollen, können Leute totgetrampelt werden, was natürlich nicht fein ist. By the end of the day, hat 37 Menschen das Leben gekostet und 243 verletzt zurückgelassen. Ronald Scafield war der Besitzer. Haben wir schon einen Namen von ihm noch nicht, oder? Nee. Der hat sich, also ich meine, er scheint der Künstler zu sein, deswegen wird das, naja. Aber da könnte es zum Beispiel sein, dass seine Frau gestorben ist. Oder es ging um diesen Aufschnitt. So Raum, ja? Könnte, also das ist... Oder es ging um einen der anderen Abschnitte, die nicht komplett drauf waren. Schau mal, ein Ding. Ha. Ach ja, genau, jetzt sehen wir ja auch hier die ganzen Sachen, die Parfumerie und so weiter, also das Verlobte ist nicht da. Das schließe ich da raus. Das hast du... Ja, da habe ich gut geschlossen. Ich frag mich, ob sonst wer da ist. Es scheint nicht so. Oh? Got a real problem? Call us now. And forget about it. Ja, perfekt. Vor allem das Logo ist super. Ja. Yeah. Little Winnie and Partners. Ach, das sind diese Kammerjäger-Leute wahrscheinlich.
Das könnte... Das ist doch eine Ratte. Aber nee, dieses hieß aber anders. Also das kann halt tatsächlich auch so ein bisschen Mafia-mäßig sein, so quasi wir erledigen das. Ich dachte, das wäre eine Ratte da. Ja, ist es auch, aber ich meine, eine Ratte kann ja auch ein Verräter sein. Aber ich weil die hieß, glaube ich, anders, ne? Die Firma. Die ist okay. Nicht Little Winnie. Und das Little Winnie hört sich halt stark nach Mafia an. So, dann sind wir auch fertig mit diesem Spiel. Für immer. Weil den Keller wollten wir ja meiden. Ja, das heißt, wir gehen da rein, aber erst... Ne, servus. Nope. Bin raus. Da gehe ich nicht lang. Aber erst, nachdem wir eine neue Folge gestartet haben, würde ich sagen. Was machen wir? Raus. Ja, jetzt kommt eine zweite Folge quasi demnächst. Wahrscheinlich dann morgen. Ich weiß noch gar nicht genau, wann die kommt, aber die kommt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und danke dir, Tools. Und wir sehen uns bald. Heider out.